Gebärmutterhalskrebs hat wie die meisten Krebsarten viele Risikofaktoren, wobei eindeutig eine persistierende Infektion mit einem Hochrisikotyp der humanen Papillomaviren als wichtigster Auslöser für die Krebsentstehung gilt. Man kann sagen, dass ca. 80-90% aller Personen zumindest einmal im Leben mit HPV infiziert sind. In den meisten Fällen verschwindet jedoch die HPV-Infektion von selber wieder. Nur diejenige Frauen haben ein erhöhtes Risiko, Gebärmutterhalskrebs zu entwickeln, bei denen die HPV-Infektion nicht von selber ausheilt. Zusätzliche Risikofaktoren sind zum Beispiel, so wie für viele Krebserkrankungen, das Rauchen.